Ja, hallo zusammen. Hier ist wieder mal der Detlef Brandenburg vom Theatermagazin Die Deutsche Bühne. Und diesmal melde ich mich von den Salzburger Festspielen, wo ich die nächsten Tage verbringen werde und mir insgesamt 4 Produktionen anschauen werde. Mein Auftakt heute Abend war nun die Medee von Luigi Cherubini. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen diese Oper schon gehört haben. Es gibt sie auf jeden Fall in verschiedenerlei Gestalt. Eine französische Originalfassung, dann wurde sie ins Deutsche übertragen, dann wurden die gesprochenen Dialoge dieser Opera Comique, so nennt man diese Opernform, durch Rezitative ersetzt. Und dann hat Tullio Serafin noch eine italienische Fassung gemacht. Die kennen Sie möglicherweise, denn die ist weltberühmt geworden durch Maria Callas, die diese Oper eigentlich nach vielen Jahren dann wieder wirklich bekannt gemacht hat. Hier in Salzburg nun haben wir die französische Originalfassung gehört, aber so ganz original war sie auch nicht. Denn statt der gesprochenen Dialoge haben wir Einspielungen von Anrufbeantwortern und Filme gesehen. Und das liegt daran, dass der Regisseur Simon Stone diese Medea radikal in die Gegenwart transponiert hat. Wir sehen schon zur Ouvertüre einen Schwarz-Weiß-Film von einem jungen Paar, möglicherweise hier im Salzburger Land, das Ambiente würde passen, wo die Ehe in die Brüche geht, weil nämlich der Gatte der Medea, Jason heißt er, seine Gattin mit einer Konkurrentin betrügt. Das ist, Sie werden es schon ahnen, Dirce, im Originalmythos die Tochter des Herrschers Kreon. Daraus resultiert die Scheidung, und wenn die beiden dann die Scheidungsurkunde in den Händen halten, dann ist die Ouvertüre gerade um. Medea wird, nachdem sie das neue Glück gestört hat, des Landes verwiesen, und die ganze Handlung der Oper besteht dann bis zu dem Punkt, wo Medea ihre Kinder zurückbekommt, darin, dass Medea immer wieder anruft, das sind dann diese Einspielungen vom Anrufbeantworter, und sagt, hey, ich komme wieder und es tut mir leid und ich möchte die Kinder sehen. Und leibhaftig ist sie dann erst wieder da, wenn sie auch in der Oper die Kinder zugeführt bekommt. Bei Cherubini ist das alles natürlich ein bisschen anders. Da hat Medea ziemlich zu Anfang ihren Auftritt, und dann hat man eigentlich fast eine Einheit des Ortes, entweder im Palast oder in der Nähe des Palastes. Und was wir hier nur per Telefon sehen oder dadurch, dass die sich auf Video sehen oder das, was im Fernsehen übertragen wird, das ist eigentlich von Cherubini als direkte persönliche Interaktion, als dramatische Interaktion gedacht. Und das, diese Veränderung, diese Aufhebung der direkten Interaktion, damit richtet Simon Stone wirklich furchtbar viel Schaden an. Also ich wäre durchaus bereit, darüber nachzudenken, ob nicht vielleicht die Medea-Geschichte in die Moderne transponiert werden kann. Na klar, warum denn nicht? Warum zeigt man die Oper heute? Aber dann müsste man die Handlung viel genauer begründen, müsste auch die Psychologie der Figur viel genauer entwickeln, als wir das hier gesehen haben. Denn die Konsequenzen, Medea bringt ihre Kinder um, sie tötet ihre Konkurrentin, die sind ja schon krass, und die müssten irgendwie, die müssten psychologisch motiviert sein. Aber Simon Stone kann das gar nicht aus der Musik entwickeln, weil er die ganze Musikdramaturgie eigentlich aufhebt. Und das ist wirklich ein Manko dieses Abends. Die Geschichte lässt sich so nicht erzählen, sie funktioniert nicht, und es macht auch die Musik kaputt. Die dramatische Intensität stellt sich einfach nicht ein. Das mag auch an Thomas Hengelbrook, dem Dirigenten, heute Abend gelegen haben. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Er hat eigentlich sehr, sehr straff dirigiert. Aber auch bei ihm stellte sich so ein gemeinsamer Atem, so ein Flow, eigentlich nie so richtig ein. Obwohl wir relativ gute Sänger gehabt haben. Vielleicht jetzt nicht unbedingt Spitzensänger, aber die Medee von Elena Stikina zum Beispiel, die hat mir schon recht gut gefallen. Aber insgesamt ist mir heute zu viel Behauptung gewesen, zu viel auch in der Personenführung vordergründig geblieben, die war nicht wirklich stark. Es war für mich kein sehr gelungener Auftakt, und ich hoffe,
dass es besser wird. Und damit sagt Jeff Brandenburg vom Theatermagazin Die Deutsche Bühne tschüss, bis demnächst in einem anderen Theater. Wir werden übrigens im Heft auf diese Medea nochmal zurückkommen. Ich werde es mir nämlich nochmal gemeinsam mit meinem Schauspielkollegen anschauen, weil es ja auch, klar, dieser Stoff hat eine große Schauspieltradition. Und mal sehen, zu welchem Schluss er kommt und wie wir uns dann darüber austauschen. Darüber werden wir eine Kritik im Dialog machen. So, aber jetzt endgültig. Tschüss und bis demnächst.